Alice Weidel hat gestern in einer fulminanten Pressekonferenz einige Dinge zurechtgerückt, was in den vergangenen Tagen ja hier in Deutschland hohe Wellen geschlagen hat. Die Emotionen in den Medien und in der Politikblase, in der Ampelblase, die schlugen ja wirklich, also das ist ja hier quasi bis ans Dach hoch. Aufregung nach diesem sogenannten Geheimtreffen einiger Privatleute in Potsdam. Alice Weidel hat klargemacht, worin der eigentliche Skandal in dieser ganzen Angelegenheit liegt. Der Skandal liegt im Versagen der Presse, im Versagen der journalistischen Sorgfalt und in einer Herangehensweise eines zweifelhaften Mediums wie Korrektiv, das ja Gelder wohl aus den Staatsfinanzen erhält, also direkt vom Kanzleramt sozusagen gesponsert wird, um angebliche großartige Recherchen hier durchzuführen. Was hier passiert ist, nämlich dass ein Treffen von Privatleuten, worunter AfD-Mitglieder waren, CDU-Mitglieder waren, und auch noch sonstige ohne Parteibuch, wie Alice Weidel klarstellt, dass man das hier alleine der AfD ankreidet und so tut, als hätte sich die komplette AfD quasi versammelt und zusammengerottet und hier einen Plan, einen Abschiebeplan für unschuldige Deutsche hier entworfen. Das ist in ihren Augen der wahre Skandal, dass man das so darstellt. Und sie erklärt auch nochmal im Detail, was die AfD in Bezug auf Abschiebemaßnahmen plant, nämlich wen es betreffen würde und was genau hier eigentlich Aufgabe des Rechtsstaats wäre und was der Rechtsstaat hier im Moment eben nicht durchführt. Dass Herr Scholz und Nancy Faeser eigentlich sogar weitergehende Maßnahmen, also Maßnahmen angekündigt haben, die noch darüber hinausgehen, über diese sogenannte Remigration, nämlich zum Beispiel Clanmitglieder unabhängig von Straftaten einfach abzuschieben. Fragt sie, wo ist da der mediale Aufschrei geblieben? Wo blieb da die Empörung? Wieso gibt es Empörung nur in Bezug auf eine Partei und in Bezug auf einen bestimmten Personenkreis, aber nicht, wenn es sich um die Regierung handelt? Was läuft da in der Presse? Was läuft bei den Journalisten aktuell hier eigentlich falsch?